Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time. Die Tea Time für August, auch wenn heute eigentlich offiziell erst Mittwoch der 30.07. ist, aber ich denke mal, so schnell werde ich nicht sein mit dem Bearbeiten und Hochladen, deshalb wird die im August erst kommen. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen dazu. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder mal da bin. Ich hatte eigentlich ein Neuzugänge-Video gedreht und dann dachte ich mir so, nee, komm, eigentlich kannst du auch gemütlich eine Tea Time machen. Ich muss das mal hier wegschieben, so. Und ja, mich mit euch gemütlich hier hinsetzen und unterhalten. Irgendwie die Orchidee mobbt mich hier auch irgendwie so ein bisschen von der Seite. So. Neues gibt es eigentlich nicht viel. Ich hatte ja im Juni Geburtstag. Vielen Dank nochmal an die lieben Leute, die mir geschrieben haben. Danke an Ulrich für die schöne Karte. Und vielen lieben Dank, Anja, für das wunderschöne, süße, liebe Paket. Ich denke jetzt immer an dich, wenn ich baden gehe mit meinen Rituals, Bade-Dings. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Juni schon gezeigt hatte, ob ich da Geburtstagssachen gemacht habe. Ich bin so raus und ich gucke meine eigenen Videos ja nicht nochmal an. Es hat jetzt alles zu viel Zeit in Anspruch genommen, deswegen sage ich einfach nochmal Danke, weil man kann sich ja nie zu viel bedanken, eher zu wenig. Ja. Womit fangen wir an? Erstmal mit einem Schluck. Ich muss gestehen, in der Tasse ist kein Tee drin, sondern Ginger Ale, kalt aus dem Kühlschrank. Aber ich wollte ja hier ein bisschen das nach Tea Time aussehen lassen, deshalb in der Tasse. Ja, oh, was gibt es zu erzählen? Ich war im Kino und zwar von Maleficent hatte ich euch ja erzählt. Das war noch und ich war letztens mit Gwen im Kino und wir haben uns das Schicksal dieser Verräter angesehen. Ich war so begeistert, der Film war so, so toll, aber ich habe so viel geweint. Ich musste hinterher nachschminken und Sonnenbrille aufsetzen. Zum Glück ist es ja lange hell und wir waren nachmittags im Kino um 17 Uhr rum. Ich war wieder mal tierisch begeistert vom Zoopalast. Es war ja früher mein Lieblingskino vor dem Umbau, aber jetzt hat es echt, also... Es hat so, also ich fahre lieber eine Stunde durch die Stadt und gehe in dieses Kino. Ich habe ein Kino um die Ecke. Ich laufe 2 Minuten, dann bin ich beim Kino. Also ja, ich könnte auch hier gehen. Aber die Qualität ist doch manchmal ausschlaggebend. Und wenn ich woanders, ich meine, mein Kino ist günstig, aber auch nur an gewissen Tagen. Und an diesen Tagen kann ich meistens nicht, beziehungsweise wenn ich da kann, dann können andere Leute nicht. Naja, ihr kennt das Problem. Und wenn man dann sowieso am Sonntag oder so geht, weil man da Zeit hat und alle anderen auch frei, dann ist es auch wurscht, wo du gehst. Und wenn ich im Zoopalast fast genauso viel bezahle wie in den anderen Kinos oder sogar weniger und dafür dieses geile, schöne Ambiente habe, gehe ich lieber dahin. Und Gwen und ich hatten die Kinokarten ja bekommen. Sie hat die gewonnen, glaube ich, bei Mona Beach Galore. Vielen Dank nochmal, Mona, falls du das Video siehst. Danke für die Kinokarten, wir hatten richtig viel Spaß. Vorher, wir hatten so ein gratis Getränk bekommen und wir hatten Plätze in der Loge. Wir haben uns dann noch Popcorn geholt, obwohl ein Kellner eigentlich an den Sitz kommt und dir alles bringt. Aber ja, wir haben uns dann Popcorn und Eiskonfekt geholt und haben uns in diese Logensitze fallen lassen. Es sind wirklich richtig breite, so Kunstledersessel. Und wenn du dich hinten anlehnst, kommt unten noch so eine Fußstütze raus und du kannst dich so richtig schön da reinlümmeln. Und es ist einfach, du hast zwischen jedem Sitz so eine kleine Tisch, so eine kleine Beleuchtung, so eine Art Tisch dazwischen. Das heißt, der Nachbar sitzt ja auch nicht so auf der Pelle. Wenn du neben Leuten im Kino sitzt, hast du ja manchmal das Gefühl, sitzen dir mit auf dem Schoß am besten noch. Und wenn die dann noch unangenehm riechen oder quatschen oder was weiß ich, das nervt mich alles. Und da hast du das nicht mehr, weil du hast einfach Platz für dich und du hast das Gefühl, du sitzt da alleine und alles, die Welt gehört dir und das ganze Kino. Jedenfalls, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Wir waren zum Glück alleine in der Reihe, in der wir waren, in der Logenreihe. Ich habe meine Taschentücher schon vorher zurechtgelegt, aber fragt mich nicht, wie viel ich verbraucht habe. Ich habe nachher ich hatte so eine kleine Popcorn-Tüte, die sehen ganz hübsch aus. Im Zoopalast sind die nicht rund, sondern so mit so einem Ornament, so Blumenornament, beige und weiß, ganz edel. Das war nachher voll mit Taschentüchern bis oben hin. Also ich glaube, ich habe so 5 oder 6 Stück mindestens verbraucht und die waren halt wirklich durch. Also Gwen ist ja dann ein bisschen härter am Nehmen. Die hat zwar auch geweint irgendwann, aber ich bin so eine Heulsuse.
Ich kann nicht einen Film gucken, in dem lauter Jugendliche und Kinder irgendwie krank sind und kann nicht heulen. Ich habe von Anfang bis Ende irgendwie nur Tränen in den Augen gehabt. Aber es war wirklich ein toller Film und deshalb möchte ich halt, dass ihr am liebsten alle ins Kino geht und euch den noch anseht. Der ist wirklich gut und ich fand die Vorschau zum Beispiel jetzt nicht so besonders dolle, weil ich die Schauspieler auch komisch fand. Kennt man ja auch nicht und so. Aber die haben das so toll umgesetzt, wirklich, also ein grandioser Film. Das Buch war toll, ich habe es ja gelesen. Werdet ihr in meinem Lesemonat, den werde ich zuerst hochladen. Ich denke mal, den habt ihr dann schon gesehen, wenn ihr aufmerksam meine Videos schaut. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Ich würde den Film gerne nochmal sehen. Ich habe überlegt, ob ich ihn mit meiner Mama zusammen nochmal gucke. Aber meine Mutter ist auch so eine Heulsuse und dann sitzen wir beide da. Es geht wirklich, ich kann es nicht. Ich kann dann auch nicht leise weinen, ne? Man hört es dann auch. Also es ist furchtbar peinlich. Geht mit mir nie ins Kino, wenn ein trauriger Film läuft. Also es sei denn, ihr wollt euch blamieren oder es ist euch egal. Ja. Ansonsten, das war es, glaube ich, mit Kino. Ja, was soll ich sagen? Ansonsten, was hat mich so beschäftigt? Josie war ja Anfang Juni beim Herz, bei der Herzuntersuchung und kriegt jetzt Medikamente. Mittlerweile kriegen wir das mit den Medikamenten sehr, sehr gut hin. Allerdings hatten wir letzte Woche einen Tiefschlag. Josie hatte sowas wie einen epileptischen Anfall, ist umgekippt und das war früh vor der Arbeit. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Hatte auch keinen, der den Laden aufschließen konnte. Meine Kollegin ist im Urlaub, die andere wohnt noch weiter weg und ich war alleine morgens im Laden. Also habe ich dann meine Mutter, denn der Anfall war dann vorbei, habe ich meine Mutter dann hergeschickt, dass sie nach dem Hund guckt und aufpasst und war auch alles in Ordnung danach. Aber sie hatte sowas schon mal vor 2 Jahren. Und ich weiß halt nicht, ob sowas passiert, wenn ich nicht zu Hause bin. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Ob es vielleicht mit den Wassertabletten zusammenhängt, die sie bekommt, dass sie da einen Magnesiummangel haben kann oder irgendwas. Das muss ich alles noch mit dem Kardiologen abklären. Den habe ich leider nicht erreicht. Aber ja, das macht mir so ein bisschen zu schaffen mit Josie, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt, die wird halt immer älter und sie ist auch immer so gequält, sie findet sich langsam damit ab, sie muss ihre Tabletten morgens und abends nehmen und lässt die sich auch geben, widerwillig, aber immerhin. Und ja, alles andere wird die Zeit zeigen und ich hoffe, dass wir noch viele schöne Jahre miteinander haben und viele von euch, die ein Tier haben, das Alter hat, die werden das kennen. Für mich ist es jetzt das 2. Mal bei einem Hund und mein Freund hat mich auch gefragt, ob ich mir wieder einen neuen Hund holen möchte, wenn Josie mal irgendwann nicht mehr da ist. Und klar, ich denke darüber nach, aber eigentlich ist es gar keine Frage, weil so ein Leben ohne Hund, was ist ein Leben ohne Hund? Ich meine, ganz ehrlich, jeder von euch, der einen Hund hat, der weiß, was ich meine. Wenn du auf einmal keinen Hund mehr hast und du kannst nicht mehr Gassi gehen und da ist keiner, der ständig um dich rumwuselt und mit dem du was beibringen kannst, der dich zu Tode nervt, der rumharrt, stinkt. Was ist das Leben ohne Hund? Ganz ehrlich, ein Irrtum sagt man doch so schön, oder? Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber oder was weiß ich, aber nicht erstrebenswert, ach wie auch immer. Eigentlich keine Frage, kommt drauf an. Also in der momentanen Situation jetzt mit der vielen Arbeit und dass der Hund so viel alleine sein muss und so, würde ich mir jetzt keinen neuen holen, aber grundsätzlich schon, weil ja, ich kann es mir ohne Hund nicht vorstellen, vielleicht deshalb. Wird die Zeit zeigen. Erstmal haben wir ja noch Josie und Josie wird bestimmt noch 120 Jahre alt und deshalb brauche ich darüber noch nicht nachdenken. Ich verdränge das manchmal ganz gut. Aber wie gesagt, sie wird halt älter. Aber sie ist hier, sie kam gerade angetappelt, hat sich irgendwo hingelegt. So geht's ihr super. Die spielt wie ein junger Hund und rennt auf der Wiese rum und man merkt ihr das nicht an. Aber wenn man sie gut kennt, dann merkt man es schon. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu meinen ganzen Neuzugängen und was ich so ein bisschen auch schon, was ich teilweise von den Neuzugängen schon gelesen habe. Ich hatte einen Amazon-Gutschein zum Geburtstag bekommen. Ich habe auch ein Buch zum Geburtstag bekommen. Und auch Geld, wovon ich mir ein bisschen was geleistet habe. Naja, nicht viel, weil
Ja, die Geburtstagsfeier ja auch Geld kostet, ne? Gut, fangen wir einfach mal mit den Büchern an, was ich so habe. Ich hatte von der lieben Anne Freitag noch ein Buch zugeschickt bekommen. Ich glaube, das habe ich euch im letzten Video nicht gezeigt. Und zwar ist das ihr Roman Renate Hoffmann. Das hat sie wieder selbst natürlich veröffentlicht und gibt es über Amazon, könnt ihr das beziehen. Das Ganze kostet, glaube ich, 9,99 €. Ich habe jetzt hier keinen Preis drauf. Sie hat mir das freundlicherweise zugeschickt. Ja, wir hatten, nachdem ich die Rezension zu den Oceanside-Büchern gemacht habe, ein bisschen über Facebook und so geschrieben, was wir auch ab und zu mal tun. Und sie hatte mich gefragt und hatte mir das zugeschickt, weil ihr das so wichtig ist. Und vom Klappentext her ist es ein Buch, was zumindest erstmal ein bisschen schwermütig anfängt. Ich weiß noch nicht, wie es sich entwickelt, aber es scheint, also es liegt ihr sehr am Herzen. Und deshalb möchte ich mir dafür auch Zeit nehmen und habe es noch nicht gelesen. Aber so langsam komme ich dahin. Es ist auch immer so eine Sache, finde ich, wie man selber emotional gerade drauf ist, wenn mir nicht nach solchen Büchern ist, mich da hineinfallen zu lassen in ein Buch, in dem es um eine Protagonistin geht, die eigentlich sterben möchte, dann bringt mir das nichts. Und darum geht es in diesem Buch. Renate beschließt, dass sie sterben möchte und ja, macht da auch Pläne und so, aber es haut wohl auch nicht so ganz hin. Keine Ahnung, was da genau passiert. Aber ich will auch gar nicht immer zu viel wissen von den Büchern. Ich habe das Buch jetzt und bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich glaube, ich werde es bald lesen. Ich habe so das innere Gefühl, ich bin ja ein Gefühls- und Stimmungsleser, dass es bald soweit ist. Also ich denke mal, wenn ich jetzt mein Buch beendet habe, habe ich eigentlich nichts, was ich jetzt unbedingt lesen muss oder will. Manchmal hat man ja so, oh, wenn ich das Buch beendet habe, dann lese ich als nächstes gleich das. Oder ich freue mich auf das und das Buch, das muss ich lesen. Das habe ich jetzt im Moment nicht, von daher würde das ganz gut passen. Wer weiß, vielleicht ist die Zeit sogar schon da und ich werde es als nächstes lesen. Schauen wir mal. So, dann war ich ein paar Mal bei, ich weiß jetzt nicht, bei Rewe gab es einen Mängelexemplartisch. Und bei Netto, beim rot-gelben Netto gab es auch Mängelexemplartisch. Ich habe bei beiden zugeschlagen. Und zwar habe ich mir geholt den zweiten Band aus der Reihe von Chevy Stevens, heißt Never Knowing, mit dem Untertitel Endlose Angst, ist ein Thriller, erschienen bei Fischer. Und den dritten Band habe ich mir auch noch geholt, den hat allerdings meine Mutter gerade, weil sie den lesen möchte. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon liest, aber sie hatte Still Missing gelesen und Never Knowing hatte sie auch schon gelesen, fand beide sehr gut und jetzt wollte sie den dritten Teil lesen, deswegen habe ich ihr den jetzt erstmal gegeben, weil ich bin eh noch nicht so weit, ich habe ja noch nicht mal Still Missing gelesen, aber ich muss ja alle drei Bücher haben. Erstmal finde ich, die Cover sehen total geil aus und außerdem, ja, gute Thriller kann man nie genug haben, weil ich lese ja jetzt doch ab und zu mal wieder welche. Ich habe jetzt letzten Monat 2 Thriller gelesen, die beide sehr gut waren und habe festgestellt, das muss ich mal wieder öfter tun. Also ich kann ruhig schon mal so einen Thriller im Monat oder so verspeisen, damit ich da mal wieder rankomme. Ich habe total Bock auf die Reihe von Linda Castillo, diese Amish-Reihe. Das könnte ich mal wieder lesen. Wobei mir gerade einfällt, dass ich auch so eine Serie gucken wollte über die Amish. Habe ich auch noch nicht geschafft. Na gut. Wenn ich das tue, dann informiere ich euch ja eh darüber, dann zeige ich euch das. Ja, das musste mit, Mängelexemplartisch. Wie gesagt, Teil 3 habe ich jetzt nicht da. Dann hatte ich ein Buch, ich glaube, irgendwie mitbestellt mit irgendeinem Geburtstagsgeschenk im Juni oder so. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall ist es von Morgan Matson, Amy on the Summer Road. Ich hatte letzten Sommer gelesen, Vergiss den Sommer nicht. Und jetzt mitbekommen, dass im September ein neues Buch von der Autorin erscheint. Auch wieder so ein Sommerroman. Und dachte mir so, okay, du hast Amy on the Summer Road noch gar nicht gelesen. Dann hol dir doch das erstmal zur Überbrückung. Und es ist schön dick. Ich will es unbedingt jetzt im August noch irgendwie lesen. Es ist ja ein Sommerbuch, also will es auch im Sommer gelesen werden. Ich weiß, viele von euch sind Fan dieses Buches und deshalb braucht ihr mir gar nichts drüber sagen. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Dann habe ich auf Mängelexemplartisch ergattert bei Netto von Arno Strobel, der sagt, da ist noch ein Preisschild drauf für 3,99 €. Ich hatte von Arno Strobel bisher gelesen das Skript, fand das auch sehr gut, aber jetzt nicht berauschend. Also es war ein gutes Buch, es hat sich gut gelesen, aber es hat mir noch irgendwas gefehlt.
Ich war eigentlich der Meinung, dann brauche ich ja nichts mehr von ihm lesen, hat sich für mich erledigt. Der Punkt ist aber nur, dass Arno Strobel als Mensch mir über Facebook sehr sympathisch erscheint und ich ihm einfach da nochmal eine Chance geben möchte. Und der Sarg klingt halt so nach Klaustrophobie und dunklen Räumen und ich liebe Geschichten, in denen die, also Thriller-Geschichten logischerweise, in denen die Protagonisten im Sarg eingesperrt sind oder lebendig begraben werden oder in dunklen Kellern gefangen gehalten werden oder sonstiges. Alles, was so in diese Richtung Klaustrophobie, Dunkelheit geht, finde ich sehr, sehr spannend. Fragt mich nicht warum, weil ich selber habe keine Klaustrophobie. Ich habe auch keine Angst vor dunklen Räumen. Überhaupt habe ich keine Angst vor Dunkelheit. Ich gehe auch nachts mit dem Hund draußen spazieren ohne Angst. Ich habe eigentlich vor wenigen Dingen Angst. Von daher, keine Ahnung, warum ich das spannend finde, aber ich finde es gut beschrieben meistens. Und wenn er das schafft, mich in dem Buch zu begeistern, dann lese ich ja vielleicht doch nochmal hier und da ein Buch von Arno Strobel. Wer weiß. Auf dem gleichen Mängelexemplartisch ergattert habe ich dann dieses Buch hier. Und zwar Entblößt aus der Colors of Love Reihe von Catherine Taylor. Auch mit Preisschild noch drauf, tut mir leid, das habe ich noch nicht entfernt. Es ist ein, Erotikbuch bei Bastei Lübbe erschienen. Und ich habe nach dem Kauf erst festgestellt, dass das der zweite Teil einer Reihe ist. Es hörte sich hinten drauf nicht so an, klang halt einfach ganz gut. Und ich dachte mir so, ja komm, jetzt überwinde mal dein Shades of Grey Trauma und lies es einfach mal. Vielleicht ist es ja gut, vielleicht kann es dich für das Genre nochmal begeistern. Ich bin so ein bisschen auf dem Young Adult und Erotik-Trip, weil Young Adult sehr oft gemischt ist mit Erotik. Und deshalb vielen Dank übrigens nochmal an Adriana und Anne. Ihr seid schuld, wegen euren Make It Count Büchern ist es jetzt soweit, dass ich dem Young Adult-Genre total verfallen bin. Jedenfalls dachte ich, ja cool, okay, jetzt hast du das Buch, würdest es auch echt gern lesen und hast den ersten Teil nicht, ne? Ist ja wieder clever gedacht, hätte man ja mal, also kann ich ja nicht wissen, steht ja nicht drauf. Aber dem ist ja Abhilfe zu schaffen, deshalb Band 1, entfesselt. Und das ist auch wirklich Band 1. Hier hinten drin sind die nämlich irgendwie nochmal, oder vorne, irgendwo waren sie doch. Nein, okay, dann doch nicht. Aber irgendwo stand das doch. Naja, egal. Die anderen Bücher, die nachfolgenden, sind etwas heller und dadurch besser zu unterscheiden. Ich finde, die Cover sehen sich schon sehr ähnlich in Farbe und gut, auf dem einen ist hier so ein Seidentuch, Schal, was auch immer und hier sind Federn, aber ansonsten sehen die sich ja exakt ähnlich. Ich bin gespannt, worum es geht. Er ist reich, er ist sexy, er ist der begehrteste Junggeselle Europas und er will nur sie. Zu dem Young Adult Genre und den Männern da drin habe ich ein Fazit gefasst. Die sind immer stinkreich, die Kerle. Warum auch immer. Ich finde, Reichtum ist nicht unbedingt anziehend bei Männern. Eher im Gegenteil. Aber die Autoren beschreiben die Männer natürlich immer ganz toll. Da kommen wir auch wieder zu Shades of Grey. Ich fand Christian Grey absolut nicht anziehend. Mir fallen so viele schlechte Worte für ihn ein, die möchte ich hier nicht nennen. Aber sein dominantes Gehabe konnte ich absolut nicht leiden und sein Befehlsgetue konnte ich nicht leiden. Und dass er so ein reiches Arschloch war, mochte ich auch nicht. Ich finde, man hat gemerkt, bei vielen reichen Protagonisten in Büchern, sowohl in Filmen, merkt man ja, dass Geld den Charakter verdirbt. So ist es im wahren Leben auch. Und deshalb finde ich Reichtum nicht als eine. Also ich finde, Reichtum ist keine anziehende Eigenschaft. Ich nehme lieber einen armen Kerl mit einem Fahrrad als einen reichen Kerl mit einer dicken Karre, der sich benimmt wie so ein arroganter Pinsel. Kann ich nicht haben. Frag ich nicht. Gut. Dann ein Buch, was ich von Gwen zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und zwar Sommerfreundinnen von Asa oder Asa Hellberg. Es ist ein. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Wo kommt die Gute denn her? Oh ja, Fjällbacka. In Stockholm lebt sie. Ah, okay. Also norwegisch. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, wenn über dem A so ein Kreis ist. Asa oder Asa. Wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie mir dieses Buch geschenkt, weil der Sommer drin vorkommt, weil wir Sommer haben.
Und weil es um Freundinnen geht, die wir ja auch sind. Und deshalb nochmal vielen lieben Dank, Gwen. Das Buch ist toll und allein das Cover ist schon eine Augenweide. Ich freue mich schon richtig drauf. Dann habe ich ein Buch bestellt. Nee, nicht bestellt. Ich glaube, irgendwas hatte ich... Nee, das nicht. Das hatte ich, glaube ich, wirklich bestellt. Und zwar ist es der zweite Band der Silbertrilogie von Kerstin Gier. Ja, das zweite Buch der Träume und als Untertitel Dream On. Ich weiß jetzt nicht mehr, was auf dem ersten stand. Dream a Little Dream. Laut dem, hier hinten ist es nochmal klein abgebildet. Ich finde das Cover wunderschön. Dieses Mint mit Silber und schwarz-weiß gehalten. Auch hinten drauf wieder, also diese ganze Gestaltung ist einfach wunderschön. Ihr kennt das Buch. Jeder hat es euch schon in die Kamera gehalten, alle haben es schon gelesen. Ich weiß, ich bin wieder Bummelletzter, aber es macht mir nichts. Ich lese es dann, wenn ich Lust darauf habe. Ich finde zum Beispiel die Innengestaltung, schwarzes Buch mit einem Leoparden, von dem ich noch nicht weiß, welche Rolle er eigentlich spielen soll, ehrlich gesagt nicht so schön. Ich finde, das Buch hätte ruhig mintgrün sein können, so wie der Umschlag ist. Und innen drin ist ja auch alles in der Farbe. Hätte besser gepasst. Aber gut, wir werden noch dahinter kommen. Ich fand ja den ersten Band sehr gut und die Protagonisten vor allen Dingen wesentlich sympathischer als die Protagonisten in der Rubin-Rot-Trilogie, von der ich aber auch demnächst unbedingt Saphir Blau lesen muss, weil ja Saphir Blau ins Kino kommt und ich mit Gwen beschlossen habe, wir gehen dahin und gucken uns den Film an. Wir haben den ersten zusammen im Kino gesehen, damals mit Ruby, wo wir in Leipzig waren zur Buchmesse, wo wir dann auch noch Anka und den haben wir noch getroffen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber wir waren alle im gleichen Film irgendwie. Und der Film war grottig und wir haben so gelacht darüber, dass er so schlecht war. Ich muss den zweiten Teil unbedingt sehen. Außerdem mag ich Kerstin Gier und ja, irgendwie unterstützt man sie ja damit auch ein bisschen, finde ich. Und ich möchte doch, dass die Fans einfach auch einen dritten Teil bekommen und dass es abgeschlossen ist. Und für einen deutschen Film muss man mal nicht so kritisch sein, war es auch in Ordnung für eine Buchverfilmung. Vielleicht wird der zweite Teil ja besser. Ja, genau. Dann war ich bei Sosch gewesen und wollte ein bestimmtes Buch haben, das kommt gleich. Hatte ich das ja auch noch mitgenommen, weil wie gesagt, ich total irgendwie, ich erzähle euch gleich warum, auf einen Young Adult Trip gekommen bin. Dann habe ich mir dieses hier mitgenommen von Michelle Layton aus der Addicted to You Reihe, der erste Roman Atemlos, erschien im Heine Verlag. Ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, worum es geht. Es ist wohl, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Young Adult ist oder ob es nur um, ja, gute Frage, nächste Frage, Junggesellenabschied, Clubbesitzer. Vielleicht ist es auch nur Erotik, ich weiß es nicht. Oder so eine Mischung. Werde ich euch ja dann erzählen können, wenn ich es gelesen habe. Der Grund, warum ich überhaupt in den Buchladen gestürmt bin, war folgendes Buch. Und zwar von Samantha Young, Dublin Street, Gefährliche Sehnsucht. Und zu diesem Buch, ganz kurz. Ich hatte ein Video gesehen von Peach Galore Mona. Und sie hatte über das, was sie so in letzter Zeit gelesen hatte, geredet. Und sie ist totaler Samantha Young-Fan. Und ich hatte ja Samantha Young im Mai auf der Love Letter Convention gesehen und war auch in einer Lesung und habe mir leider kein Buch von ihr signieren lassen, weil man ja diese Tickets hatte, die man pro Reihe dann einlösen konnte. Und ich mich dann nicht nochmal anstellen wollte. Ein viertes Mal, ich glaube dreimal bin ich durch und sie auch nicht so auf dem Plan hatte irgendwie, also warum auch immer, weil ich noch nie ein Buch von ihr gelesen hatte. Und Mona war nun so begeistert und schwärmte davon, wie toll die Charaktere sind und wie lebendig und die Geschichten und oh, totaler Fan und dann dachte ich mir, oh, ist das süß, wie sie schwärmt, jetzt musst du doch mal ein Buch lesen. Und dann habe ich mir Dublin Street geholt. Und habe das dann spontan im Bus auf dem Rückweg nach Hause angefangen zu lesen. Und hatte dann an dem Tag, glaube ich, spontan mit Annika, Alice, Gwen, Julia vom Kanal Juliet, wer war noch bei? Alex, glaube ich, eine Abonnentin von uns allen oder von mir zumindest, haben wir spontan eine Lesenacht veranstaltet und das war richtig, richtig toll mit den Mädels und da habe ich dann richtig viel geschafft noch und am nächsten Tag noch weiter gelesen und am übernächsten dann schon beendet gehabt
Und oh, fand ich das Buch toll. Ich hatte am Anfang echt Befürchtungen, dass Braden so ein Christian Grey Verschnitt wird, was er zum Glück nicht geworden ist. Er hatte so am Anfang dieses leichte, ich bin ein reiches Arschloch und total dominant Gehabe. Alles muss nach seiner Nase tanzen. Aber im Laufe des Buches hat sich das so total, meine Meinung hat sich sozusagen, wurde revidiert dadurch, dass er total der einfühlsame, tolle Mann wurde, der sich wirklich in Jocelyn verliebt hat. Und die beiden haben, ja, bauen eine tolle Beziehung miteinander auf. Und es ist sehr, sehr erotisch, aber es ist keine SM-Erotik und kein so absolut gewolltes, keine Ahnung, was Getue, sondern es ist wirklich irgendwie toll beschrieben. Die Autorin hat es wirklich total toll beschrieben. Sie hat wunderbar lebendige Charaktere, sie hat einen einfachen, doch einfühlsamen Schreibstil. Sie schafft es, Emotionen in einem zu erzeugen und dass man mit dem Protagonisten richtig mitfiebern kann. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht und es ist nur ein Liebesroman. Also es geht nur um die Liebe, um Freundschaft, um das Leben, was sie führen, College oder was auch immer sie gerade tun. Und um halt den Sex, den sie miteinander haben. Also eigentlich geht es nur um Beziehungen und trotzdem ist dieses Buch so spannend, das kann mit einigen Thrillern mithalten. Auch die Vergangenheit von Jocelyn, es ist einfach, oh, die hat mich vom Anfang an gehabt, wirklich. Also ich bin Mona sehr, sehr dankbar, falls du dieses Video guckst, meine Liebe, deine Buchtipps sind für mich sogar noch. Also du bist hier gerade auch, ich habe gerade dein Favoritenvideo geschaut vorhin, weil ich noch etwas warten musste, weil ich genau was gegessen habe, bevor ich das Video jetzt drehe. Und habe dann beim Essen dein Video geguckt und habe gesehen, dass du total auf dem Young Adult Trip bist und das bin ich gerade auch, deshalb, ich kann dich verstehen. Und das erste Buch von Jaylin habe ich auch da, das werde ich jetzt auch bald lesen. Dann hatte ich mir dieses hier geholt, auch von Samantha Young, Into the Deep, Herzgeflüster. Weil ich mir dachte, okay, wenn vielleicht diese Dublin Street Reihe nicht so wirklich was für mich ist, dann vielleicht ihre andere Reihe. Ich hatte jetzt Dublin Street gelesen und zwischendurch, glaube ich, ein anderes, meinen Thriller beendet. Und dann habe ich das jetzt angefangen, bin auch schon fast fertig. Und bin wieder total begeistert. Diese Geschichte, in der finde ich mich so wieder. Es geht um, ja, Charlie und Jake. Und im September erscheint der zweite Band. Und da geht es auch wieder um Charlie und Jake. Und ich mag sie so gerne. Ich mag Charlie. Charlie ist irgendwie cool. Sie ist so nicht das typische Mädchen und irgendwie doch. Also sie ist so nach außen hin mutig und lässt sich nichts anhaben und in ihrem Innern tobt so ein richtiger Kampf, so ein richtiger Krieg mit ihren Gefühlen und das ist so, so geht es mir manchmal auch. Ich wirke nach außen hin auch immer so ruhig und beherrscht und als selbstbewusst, als könnte mich nichts aus der Ruhe bringen und in meinem Innern sieht es halt manchmal ganz anders aus, deswegen kann ich sie so gut verstehen und auch diese Liebesgeschichte von ihr und Jake. Die beiden haben sich 4 Jahre zuvor kennengelernt, waren halt eine kurze Zeit ein Paar und sind jetzt seit 3 Jahren getrennt und treffen sich wieder. Und genauso war es bei meinem Freund und mir auch. Wir haben uns auch vor 4 Jahren genau kennengelernt, waren eine kurze Zeit zusammen, waren dann jetzt 3 Jahre getrennt und sind jetzt wieder zusammen. Und da gibt es noch einige Dinge, die irgendwie sehr, sehr ähnlich sind. Und ich finde es einfach, ja, Wahnsinn, dass einen manchmal die richtigen Bücher zur richtigen Zeit finden und dass man sich selbst oft in den Personen und in den Geschichten so wiederfinden kann. Das ist es, was mich am Lesen so fasziniert, wo ich mich frage, wie das geht, aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Lest das und im September kommt schon der zweite Band, das lohnt sich also. Ich bin gespannt, im zweiten Band geht es um irgendwas, was in Charlies Familie passiert und sie trifft daraufhin die Entscheidung. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Weil in dem Buch, ich habe es ja noch nicht mal ausgelesen, aber es ist klar irgendwie, dass die beiden wieder zusammenkommen und irgendwas wirft sie im zweiten Buch so aus der Bahn, dass es eher irgendwie um ihre Liebe kämpfen muss oder so. Und es ist so, sie sind so, diese Gefühle, die beiden füreinander haben, sind so unglaublich tief. Das ist so schön und die sind noch so jung, die sind ja gerade mal irgendwie Anfang 20, aber es ist toll beschrieben. Also ich mag den Schreibstil von Samantha Young. Ich möchte am liebsten nur noch Bücher von Samantha Young lesen im Moment. Was an sich auch nicht die Schwierigkeit darstellt, denn ich habe auch schon London Road
Und Jamaica Lane, die nächsten beiden Teile der Edinburgh. Na, ist ja egal, auf jeden Fall die Serie hier. Und ja, nach Dublin Street wollte ich die halt unbedingt haben. Und ich bin, wie gesagt, auf dem Trip gerade, deshalb kann ich ja nichts dafür. Und ich bin gespannt. Es geht in dem Buch um Joe. Joe ist schon aufgetaucht. In dem Buch geht es um Olivia und Nate. Und ich glaube, Nate ist in Dublin Street auch schon aufgetaucht. Also die Personen hat man schon mal hier und da gehört, aber die Bücher sind alle einzeln in sich abgeschlossen. Ich werde sie trotzdem so lesen. Also ich werde als nächstes das lesen, London und Jamaica Lane dann, oder Jamaica hinterher. Was mich ein bisschen stört, ihr seht es auch schon, das Buch hat ein komplett anderes Format. Das ist viel größer und breiter. Finde ich total bescheuert. Bin gespannt, wie die Folgebände dann aussehen werden. Ja, wo stelle ich das jetzt noch hin? Da vorne ist noch ein bisschen Platz. Haben wir noch. Das war es dann auch schon mit meinen Neuzugängen. Reicht auch. Ich habe noch zwei Sachbücher mir gekauft, wovon ich eins jetzt gerade verliehen habe und eins fliegt irgendwo hier rum. Die zeige ich euch aber nicht, weil da geht es halt um verschiedene Themen und die lese ich einerseits aus persönlichem Interesse und andererseits aus ein bisschen vielleicht Recherchezwecke. Ich wollte ja immer mal anfangen zu schreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh komm, alle YouTuber fangen auf einmal an, ein Buch zu schreiben, jetzt schreibst du auch eins. Nein, ich schreibe schon seit ich... Ich habe schon immer gern Geschichten geschrieben, schon in der Grundschule. Und ich habe aber immer auf den richtigen Punkt gewartet. Und als ich so 10 Jahre alt war, habe ich beschlossen, ich möchte Schriftstellerin werden mit einem Haus am Meer. Und mit Blick aufs Meer möchte ich Bücher schreiben. Und jetzt bin ich mittlerweile 33, habe mein Haus am Meer leider nicht bekommen. Vielleicht kommt das ja noch. Und denke mir aber so, ja komm, wenn du nie anfängst, wenigstens mal Geschichten oder Anfänge zu schreiben, dann kommst du ja nicht rein und dann hast du keine Übung und dann... ja, bringt dir das alles auch nichts. Also fang jetzt verdammt nochmal an. Und ich habe angefangen zu schreiben und bin jetzt noch nicht so sonderlich weit gekommen. Und habe festgestellt, dass ich eigentlich nicht viel machen brauche, außer Stift und Papier zu halten. Ich habe dadurch, dass ich wirklich spät nach Hause komme abends und dann meistens direkt ins Bett gehe, angefangen auf Papier zu schreiben und nicht auf dem Laptop. Ich könnte ihn zwar mit ins Bett nehmen und da schreiben, aber das sollte ich vielleicht einfach mal tun. Joa, naja, egal. Auf jeden Fall, ja, vielleicht gibt es irgendwann mein Buch, vielleicht auch nie, wer weiß das schon. Aber deshalb gibt es auch gewisse andere Bücher, die man noch so lesen muss für, ja, und sich viel informieren im Internet über Sachen, wo man jetzt Daten und so nicht genau weiß, wenn irgendwas passiert ist, ist auch egal. Vielleicht werdet ihr es irgendwann erfahren. Dann habe ich mir geholt eine Serie, die ich vergöttere. Ich hatte bei meinem Freund zu Hause, der hat dieses Watch Ever die ersten 4 oder 5 Folgen mit ihm zusammen geschaut. Und wollte dann aber unbedingt weiter gucken. Und auch einfach, das ist so eine Serie, die guckt man immer und immer wieder. Deswegen musste ich die DVD haben. Das hatte ich mir auch nach meinem Geburtstag irgendwie bei Amazon, glaube ich, bestellt, weil sie da gerade günstiger war. 5 Euro günstiger. Und dann hatte ich noch... Nee. Da hatte ich noch den Gutschein. Also letztendlich habe ich irgendwie für das ganze Ding irgendwie 5 Euro bezahlt, wenn man es umrechnet. Und ja, Heart of Dixie, eine Südstaaten-Serie. Ihr wisst, ich liebe die Südstaaten, alles, was mit den Südstaaten zu tun hat. Und hier geht es auch um eine junge Ärztin, die für ein Jahr die Praxis dort auf dem Land übernimmt, um dort als Allgemeinmedizinerin tätig zu sein. Eigentlich möchte sie Chirurgin werden, aber ihr wird geraten, mal mit Menschen zusammenzuarbeiten, die halt... ja, kennenzulernen und ein bisschen selber menschlicher zu werden. Und sie kommt dorthin, lernt halt viele neue Leute kennen und der Bürgermeister ist eine absolut coole Socke, ein ehemaliger Footballspieler und ach, es ist einfach toll, ihr müsst es euch ansehen. Heart of Dixie, richtig coole Serie, kann ich nur empfehlen. Ich freue mich auf die 2. Staffel, leider gibt es sie noch nicht auf DVD, aber naja, kommt Zeit, kommt DVD, sage ich immer. Und es gibt ja auch noch viele andere tolle Serien, die man sich angucken kann. Dann hatte ich mir, das weiß ich nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, das Album von John Legend geholt gehabt, auch schon vor einer Weile, weil ich ein absoluter Fan von All of Me bin. Ich kann das Lied rauf und runter hören.
Ich finde es wunderschön. Es gibt eigentlich sehr, sehr viel wieder, was auch in mir ist. Und es ist so, es ergreift mich einfach jedes Mal. Ich finde es einfach toll. Und ich mag seine Stimme. Und ich mag auch gerne die Videos von ihm gucken. Ich mag ihn auch gerne ansehen. Und der Gute kommt im Oktober nach Berlin, spielt im Tempodrom. Ja, die Karten kosten 52 Euro, glaube ich. Ich bin am Überlegen, ob ich mir eine Karte hole. Aber wenn, dann will man ja nicht alleine zum Konzert gehen. Und ich kenne jetzt niemanden, der so ein großer Fan wäre, der mit mir zusammen hingehen würde. Aber ich denke, dass dieses Konzert wirklich sehr, sehr gut werden wird. Und deshalb muss ich mal sehen, wie ich das hinkriege, aber irgendwie hätte ich schon Bock. Und ich war dieses Jahr auf noch keinem Konzert. Letztes Jahr war ich ja nur bei Rihanna und David Garrett war ich auch lange nicht. Und deshalb finde ich, einmal im Jahr kann man ruhig mal zum Konzert oder ins Musical oder irgendwie sowas. Und John Legend würde mich schon interessieren. Mal sehen. Vielleicht finde ich ja einen Sponsor. So, dann habe ich noch, ach genau, die wollte ich euch noch kurz zeigen. Und zwar von Gwen noch ganz hübsche Ohrringe bekommen. Die hat sie im Internet in irgendeinem Shop bestellt. Und zwar sind das so eine kleinen, ich sage immer Knopf im Ohr Ohrringe. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich euch die zeigen soll. Ich mache das jetzt einfach mal so. Genau, so. Das sind so Kirschblüten und dann ist das so eine kleine Glasoberfläche und ein Silberrand. Das sind ja, richtig süße, hübsche Stecker und ich habe die drin gehabt, einen Tag auf der Arbeit. Und die Kunden sind sogar hinter die Kasse getrampelt gekommen, um zu gucken, wie die Ohrringe von Nahen aussehen. Also irgendwie, keine Ahnung, müssen die irgendwie was Besonderes haben. Aber ich freue mich total, weil das sind Ohrringe, die kann ich jeden Tag tragen auf der Arbeit. Die hängen halt nicht so, sowas kann ich halt nicht tragen, ne? Reiße ich mir die Ohrringe raus. Aber wirklich wunderschön. Ich danke dir, Gwen. Ich bin ja sowieso so ein absoluter Schmuck- und Nagellack- und Schnickschnack-Fan. Und ja, ich liebe sowas. Ich hatte mir auch vor kurzem diese Kette gekauft, habe auch ein Foto davon auf Instagram gepostet. Das ist ein Herz und da windet sich dieses Unendlichkeitszeichen. Das habe ich auch hier nochmal, aber das könnt ihr jetzt so nicht sehen. Das ist Schwachsinn. So nah komme ich jetzt an die Kamera nicht ran. Das habe ich hier auch nochmal. Es windet sich so um das Herz rum. Leider ist dieser Anhänger nicht echt Gold. Ich habe den jetzt mit Klarlack lackiert, damit der ein bisschen länger hält. Aber irgendwie ist es auch nicht das Wahre. Ja, es ist immer schade. Am liebsten würde ich dann sowas in echt Gold haben. Aber es ist wieder so teuer. Und da es das Motiv wahrscheinlich wieder nicht geben wird, naja, egal. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Bei mir geht es durch Schwitzen oder so. Ich weiß nicht, so schnell die Farbe ab, dass es nicht mehr Gold ist oder Silber. Also ich kann eigentlich keinen unechten Schmuck, gerade Ketten nicht tragen. Ohrringe geht noch. Ja, ansonsten hatte ich von der Arbeit auch einen Douglas-Gutschein bekommen zum Geburtstag und habe den dann auch eingelöst und habe mir eine Mini-Version von meinem Lieblings-Sommerduft Light Blue von Dolce & Gabbana geholt. Habe ich heute auch dran, aber oh, ich rieche das so gerne, das glaubt ihr gar nicht. Es ist so mein absoluter Sommerduft. Es gibt für mich kein besseres Parfum als dieses. Es gibt jetzt einen neuen Duft von Light Blue. Den habe ich, glaube ich, auch gerochen, wo ich da war, aber der kann mit dem trotzdem nicht konkurrieren. Also, ja, es ist halt Light Blue. Früher hatte ich immer die großen Flaschen, ja, die 100 Milliliter oder 50. Und jetzt kann ich mir nur noch 30 leisten. Nee, 25 Milliliter. Da sagt die Tante beim Douglas, das reicht doch für diesen Sommer. Und dann sage ich so zu ihr, ach, da kennen sie mich aber schlecht. Ja, bei mir geht das nämlich sehr, sehr schnell. Dann habe ich von einer Kollegin geschenkt bekommen, einen neuen Essilack, den trage ich heute auch. Ich weiß ja, viele von euch sind auch Essie- und Nagellack-Fans und meine, dafür, dass ich mit einem Nagellack angefangen habe, mit dem Watermelon von Essie, mittlerweile habe ich, ich glaube, 5 oder 6 Stück. Meine Kollegin hat mir jetzt schon 2 eingeschenkt, 2 hatte ich von Annika geschenkt bekommen und Watermelon und Jamaica Me Crazy habe ich mir selber gekauft, ja. Und das ist jetzt Saint-Tropez, also wirklich wie Sand geschrieben oder Saint-Tropez. Das ist so ein, naja, ihr seht das, ne? So beige, gräulich-beige, nude. Ich muss sagen, in der Flasche, meine Kollegin war total begeistert von diesem Lack auf dem Bild und, na, der sieht so toll aus. Und, ich sag, naja, ja. Und dann hat sie mir den geschenkt und jetzt habe ich den heute das erste Mal lackiert. Ich muss ehrlich sagen, der hat was. Der sieht richtig gut aus auf den Händen. Hätte ich nicht gedacht. Und da ich im Moment meinen Daumennagel abgerissen habe auf der Arbeit hier,
ganz kurz. Passt halt sowas ganz Helles, weil das dann nicht so auffällt, wenn die Nägel unterschiedlich lang sind. Ich finde das ganz gut. Ansonsten bin ich gerade auf dem Pfirsich-Rosa-Trip und habe die beiden noch neu in der Sammlung. Der hier ist super, der hält auch richtig lange. Und zwar ist das von Astor ein Perfect Stay Gelschein Nagellack, der bis zu 10 Tage hält. Diesen Lack habe ich auf Arbeit drauf gehabt, der wirklich eine komplette Woche gehalten. Und das trotz Arbeit. Klar waren dann vorne die Spitzen ein bisschen ab. Wenn du Kartons auspackst und Ware abpackst, es gibt keinen Nagellack, der das aushält. Da musst du dir Gelnägel machen lassen. Dafür hält der aber echt super. Das ist die Nummer 201 Pink Pleasure. Der ist aber absolut pfirsichfarben. Ihr könnt ja einfach mal gucken. Ich finde halt im Moment, wie auch hier, die Kombination von Pink, Gold oder Pfirsichgold finde ich einfach total schön. Oder hier dieses knalligere mit Gold. Das ist so für mich so pures Sommerfeeling, deswegen musste ich die haben. Und das hier, ja, das war so ein Versuch, in die Richtung zu gelangen, ein bisschen günstiger vorher. Und zwar von P2 aus der Last Forever Serie, Nummer 013, Sweet Like Sugar. Den habe ich im Moment auch auf den Zähnen noch drauf. Der hält 2 Tage, dann ist der abgeblättert, dann ist der abgeschrammt. Ich hatte noch nie von P2 so einen schlechten Lack. Eigentlich ist P2 ganz gut. Das Rosa sieht sehr, sehr, das ist sehr dick, der Lack. Und der sieht sehr aufgemalt aus. Gefällt mir eigentlich gar nicht. Die Farbe ist allerdings sehr schön. Der hat so einen leichten Schimmer drin, den sieht man aber auf dem Lackierten so nicht mehr. Also sieht schön aus, wenn man den drauf hat, aber der hier ist doch noch ein Ticken besser. So, das sind die. So, ja, das war es dann von mir. Ach nee, ganz kurz noch. Und zwar habe ich von einer Freundin zum Geburtstag bekommen so einen Stoffumschlag fürs Buch. Und das ist genau der, den ich mir selber auch ausgesucht habe, den ich immer haben wollte. Ich will mir auch noch einen großen holen für die gebundenen Bücher, weil ich ja den Schutzumschlag immer abmache und die dann so mitnehme. ja, finde ich super, super schön. Und dazu hat sie mir dann noch ein Lesezeichen geschenkt. Also das waren noch so kleine Buchgeschenke, die ich noch bekommen habe zum Geburtstag. Ansonsten, Love Letter gibt es im August keinen. Die Juli-August-Ausgabe ist die mit Susan Anderson vorne drauf. Ich habe ihn noch nicht durchgelesen, weil ich mir gesagt habe, okay, für 2 Monate, da hebst du dir ein paar Sachen auf, ein paar habe ich schon gelesen. Aber ja, Love Letter unbedingt kaufen, kriegt ihr in Bahnhofsbuchhandlungen, großen Pressebuchhandlungen. Ansonsten kann euch die jeder bestellen oder ihr abonniert ihn. Und kriegt den jeden Monat nach Hause geschickt. Was ich auch immer noch nicht getan habe, aber so ist es. Gut, meine Lieben, das war meine Tea Time für den August. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es war zwar hauptsächlich Neuzugänge und ein bisschen Gequatsche, aber mir hat es Spaß gemacht mit euch mal wieder. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns jetzt in Zukunft wieder häufiger. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe und bleibt gesund. Ich hoffe, die Hitze macht euch nicht so zu schaffen. Ich hatte so 1-2 Tage, wo es mir jetzt nicht mehr so gut ging. Aber wenn man frei hat und zu Hause ist, so wie heute, ist es einfach schön. Aber ansonsten, wenn man arbeiten muss und man schwitzt den ganzen Tag und dann muss man auch richtig ackern, Regale umbauen und Teile anheben, großen Metallregale und so, das ist echt ätzend. Deswegen hoffe ich, dass wir bald mal so ein bisschen gemäßigtere Temperaturen haben und ein schönes Wetterchen noch. Ich habe im August noch mal eine Woche Urlaub, die 3. Woche oder so ist das, glaube ich, 3. Augustwoche. Ja, also jetzt noch diese Woche und die nächsten 2 arbeiten und dann habe ich eine Woche Urlaub, genau, zusammen mit meinem Freund. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen was machen, vielleicht fahren wir ja mal zur Ostsee, mal gucken. Ja, einfach mal ein bisschen das Meer sehen, das wäre so schön. Aber ich denke mal schon. Gut, meine Lieben, das war's dann von mir. Ich schiebe jetzt den Tisch wieder nach vorne, dann brauche ich das Video nicht schneiden. Und sage dann Tschüss. Achso, ich habe ja keine Platte unterm Tisch, da kann ich mich mal bewegen. Wir sehen uns dann demnächst. Tschüss.